Guten Tag, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Heute ist die zweite Stunde, Lektion 13. Das Thema heute: Manuels Morgen. Ja? Am Morgen. Was machst du am Morgen, oder? Was macht man am Morgen jeden Tag? Zuerst weckt mich meine Mutter. Ja? Zuerst weckt mich meine Mutter. Manchmal schlafe ich weiter. Manchmal schlafe ich weiter. Ja? Dann wache ich auf. Dann wache ich auf. Und am Ende stehe ich auf. Und am Ende stehe ich auf. Was machst du nach Aufstehen? Ja, prima. Ich gehe ins Bad. Ja, ich gehe ins Bad. Was mache ich? Ich putze meine Zähne. Und wasche mein Gesicht und meine Hände. Ja, im Bad putze ich meine Zähne, wasche ich meine Hände und mein Gesicht. Und wenn es Zeit gibt, dusche ich. Ja, wenn es Zeit gibt, dusche ich. Wenn es keine Zeit gibt, dusche ich nicht. Nach Duschen ziehe ich mein Hemd und meine Hose. Ja, ziehe ich meine Uniform. Ja, dann frühstücke ich. Oder trinke Orangensaft. Oder trinke Orangensaft. Und am Ende backe ich meine Schulsachen ein. Ja? Backe ich meine Schulsachen ein. Das Verb heißt die Schulsachen einbacken. Ich mache das am Morgen jeden Tag. Ja? Ich mache das am Morgen jeden Tag. Das ist mein Tagesablauf am Morgen. Und jetzt können wir zusammen, wann mache ich diese Sachen? Wann? Das heißt die Uhrzeiten. Ihr habt schon die Uhrzeiten im letzten Jahr gelernt. Ja? Mit der Uhr kommt die Präposition um. Präposition um kommt mit der Uhr. Wieso? Ja? Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ja? Jeden Tag. Wann stehst du auf? Um 6 Uhr auch? Ja, prima. Jetzt machen wir eine kleine Wiederholung über die Uhr. Ja? Wie viele Minuten gibt es in der Uhr? In der Uhr gibt es 60 Minuten. Ja? 60 Minuten. Ja? Dieses Teil heißt nach. Und dieses Teil heißt vor. Ja? Es gibt zwei Zeiger mit der Uhr. Es gibt lange Zeiger und kurze Zeiger. Lange Zeiger für die Minuten und kurze Zeiger für die Uhr. Ja? Wie spät ist es jetzt? Es ist 3 Uhr. 3 Uhr.
Ja? Von 12 bis 1, es gibt 5 Minuten. Es gibt 5 Minuten. Ja? Und wenn der lange Zeiger auf 3 steht, das heißt Viertel nach. Mit 3, das heißt Viertel nach. Aber mit 9, das heißt Viertel vor. Ja? Viertel vor. Ja? Wie heißt es mit 6? Wenn die lange Zeiger auf 6 steht, das heißt halb. Das heißt halb. Halb bedeutet half. Ja? Half passt. Halb bedeutet half. Wenn es auf 5 steht, das heißt 5 vor halb. Wenn es auf 7 steht, das heißt, ja, prima, 5 nach halb. Ja, prima. Hier 5 vor halb und hier auf 7, 5 nach halb. Sehr gut. Ja, jetzt kennen wir zusammen. Wann stehst du auf? Ja. Wann stehst du auf? Ja, prima. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ja, langer Zeiger auf 12. Und kurz auf 6. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ja? Zum Beispiel, ich stehe um 6 Uhr auf. Ja, prima. Ich stehe, das Verb aufstehen, trennbares Verb. Auf kommt am Ende und die Stehen kommt im zweiten Stelle. Und ich konjugiere Stehen mit ich. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ja? Wann gehst du ins Bad? Wann gehst du ins Bad? Ich gehe ins Bad um 5 nach 6. Ja? Lange Zeiger auf 1. 5 nach 6. Ich gehe ins Bad um 5 Minuten nach 6. Ja? Ich wasche meine Hände und mein Gesicht um 10 Minuten nach 6. Ja? Das heißt 10 nach 6. Oder ich dusche um Viertel nach, ja, 6. Ich dusche um Viertel nach 6. Dann, das heißt 20 nach 6 oder Drittel nach 6. Auf 4 heißt Drittel nach oder 20 Minuten. Ja? Ja. Ich ziehe mein Hemd und meine Hose um Drittel nach 6. Ja? Um Drittel nach 6. Dann. Wie spät ist es jetzt? Das heißt, um 6:30 frühstücke ich. Ja? Um
halb. Sieben. Ja, frühstücke ich. Frühstücke ich. Ja, das heißt halb sieben. Ja, 30 Minuten nach sechs. Das heißt halb sieben. Um halb sieben frühstücke ich. Ja, was mache ich danach? Danach um Drittel vor, nicht Drittel nach. Drittel vor. Drittel vor sieben. Um Drittel vor sieben backe ich meine Schulsachen ein. Um Drittel vor sieben. Was mache ich? Prima. Backe ich meine Schulsachen ein. Das Verb heißt einbacken. Ja? Und danach um Viertel vor sieben. Ja? Das heißt Viertel vor. Viertel vor sieben gehe ich in die Schule. Das ist mein Tagesablauf am Morgen. Ich mache das jeden Tag am Morgen. Und du machst das auch. Ja? Alles klar bis jetzt? Prima. Und jetzt ist die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe ist Seite 14. Und 15 im Arbeitsbuch. Ja, die Hausaufgabe noch einmal, Seite 14 und 15 im Arbeitsbuch. Vielen Dank, meine Schülerinnen und Schüler, für heute und bis nächstes Mal, inshallah. Tschüss!